Eisbinden kannst du im Wochenbett verwenden, wenn Geburtsverletzungen bei dir aufgetreten sind und diese eventuell geschwollen sind oder sich unangenehm anfühlen. Dann kann eine Eisbinde wunderbar wohltuend sein und eine Abhilfe schaffen. Idealerweise verwendest du plastikfreie Binden. Und was du sonst noch benötigst, das zeigen wir dir jetzt hier. Was benötigst du also für die Eisbinden? Du benötigst eine Binde, am besten, wie Anja gerade schon gesagt hat, plastikfrei, ein Glas, Calendula-Essenz, ich habe jetzt hier schon mal zwei hingerichtet, und einen Teelöffel. Wichtig ist hier nochmal zu sagen, dass du diese Binden, die kannst du mehrmals täglich anwenden, aber nicht länger als 10 bis 15 Minuten in deinem Slip liegen lässt, damit keine Blasenentzündungen entstehen. Also 10 bis 15 Minuten, dann nimm sie einfach wieder raus und wenn du das Gefühl hast, dass du über den Tag nochmal diese angenehme Kühle benötigst, dann holst du einfach eine neue aus deinem Gefrierfach heraus. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Also, was wir hierzu brauchen, haben wir dir gerade schon gesagt und jetzt zeigen wir dir einmal, wie du es richtest. Hab alle Sachen parat. Ich lege das jetzt hier einmal kurz hin. Und koche dir am besten noch 250 Milliliter Wasser einmal ab. Wir haben das jetzt schon mal getan und jetzt hole ich gerade einmal das Wasser. Hier im Wasserkocher. Ich habe es jetzt abkühlen lassen schon, dass es gleich ein bisschen angenehmer ist. Habe es abgemessen und füllen das jetzt gerade einmal hier rein. Dann öffnest du deine Calendula-Essenz, nimmst 1 bis 2 Teelöffel und rührst das einmal mit dem Wasser um. Wir legen vielleicht noch was drunter, damit der Tisch jetzt hier nicht so versaut ist. Auch das ist für dich vielleicht zu empfehlen. Ich habe schon hingetropft. Weil das geht ganz schnell, dass da doch mal ein bisschen was daneben geht. Genau. Vielleicht hast du auch einen Messbecher, wo du das wirklich zusammenrühren kannst. Dann geht es ein bisschen leichter mit dem Schütten. Diese Menge sollte eigentlich reichen ungefähr für 4 bis 5 Binden, die du damit beträufeln kannst. Wir haben jetzt einfach hier zwei vorliegen, deshalb werden wir nicht die ganze Flüssigkeit verwenden. Aber du kannst es, wie gesagt, gerne auf 4 bis 6 Binden aufteilen und dann in dein Gefrierfach legen. Und wir empfehlen dir auch unbedingt immer nicht nur eine Binde oder auch zwei, wie wir hier das tun, sondern gleich mehrere Binden zu richten, weil das Gefühl wirklich super wohltuend und angenehm ist und viele Frauen dann gerne nochmal an das Gefrierfach gehen und auf diese Eisbinden wirklich zurückgreifen. Du hast eben auch Vorrat, ne? Genau. Zum Gefrieren. Also du nimmst die Flüssigkeit. Manche tatsächlich nehmen jetzt einen Löffel und träufeln es drauf. Ich schütte das jetzt hier einfach mal drauf und durchtränke die Binden hier schön. Genau. Du siehst, es ist noch genug Flüssigkeit da und ich habe mir auch schön den Tisch versaut, wie man das hier gesehen hat. Deshalb holen wir noch mal ein Tuch hier dazu, genau. Und holst noch ein Tuch, weil dann können wir die direkt ins Gefrierfach reinlegen. Gut ist, wenn du jetzt tatsächlich ein Tuch hast oder tatsächlich auch einfach eine Plastiktüte nimmst, wo du die Binden reinlegst. Kannst aber auch gerne das Tuch verwenden, das du jetzt hier drauflegst. Danach musst du es nur etwas antauen lassen, damit du das Tuch auch entfernen kannst. Stülpst das hier einmal über, dass du hier so ein Sandwich hast und kannst das auch gerne mit mehreren tun. Und dann geht das jetzt ab, einmal in den Gefrierschrank. Hier einmal reinlegen. Die Binden benötigen jetzt circa 3 bis 4, 5 Stunden. Schau da gerne mal nach, wie viel Flüssigkeit du auch draufgegeben hast, um richtig durchzufrieren. Wenn diese fertig sind, nehmen sie doch gerne aus dem Gefrierfach raus. Lass sie aber gerne noch 1 bis 2 Minuten antauen, sodass du sie nicht ganz kalt in deinen Slip mit reinlegst. Und danach sind sie fertig und zum Wohlfühlen und zur Kühlung deiner Geburtsverletzungen bereit. Ein guter Parameter ist immer, wenn diese wirklich sich ganz leicht wieder bewegen lassen und nicht starr wie ein Eiszapfen sind. Dann haben sie die richtige Temperatur, um wirklich eingelegt zu werden. Ja, wir hoffen, dieser kleine Hebammen-Tipp kann dir Linderung und Wohlbefinden im Wochenbett, vor allen Dingen, wenn eine Geburtsverletzung aufgetreten ist, beschaffen. Und ja, viel Freude beim Ausprobieren wünschen wir dir und gute Heilung.